B2.6. Das Firmenlogo wird später auf T-Shirts aufgenäht. Man geht davon aus, dass der benötigte Faden um 200% länger als der Umfang der Vorlage ist. Auf einer Rolle befinden sich 500 Meter Faden. Berechnen Sie, wie viele Firmenlogos mit einer Rolle höchstens aufgenäht werden können. Achtung, hier sind jetzt zwei kleine Gemeinheiten versteckt. Nämlich erste Gemeinheit, hier heißt es, der benötigte Faden ist um 200% länger als der Umfang der Vorlage. Das heißt, wir haben 100% aus dem Umfang der Vorlage und jetzt nochmal um 200% länger, also insgesamt 300% oder einfach gesagt das Dreifache. Und auf einer Rolle Faden befinden sich 500 Meter. Unser Umfang ist allerdings in Zentimeter angegeben. Wir müssen diese also noch in die gleiche Einheit umrechnen. Schritt 1. Wir berechnen, wie viel Faden wir für ein Firmenlogo benötigen. Also Umfang Logo ist gleich 3 mal und jetzt den Umfang für einen Aufnäher finden wir hier. Den haben wir in der Aufgabe zuvor ausgerechnet. Also 3 mal 31,86 sind 95,58 cm. Schritt 2. Wir rechnen die 500 Meter in Zentimeter um. Wir wissen ja, in einen Meter passen 100 Zentimeter rein. Also 500 Meter mal 100 sind gleich 50.000 Zentimeter. Und jetzt im Prinzip ganz einfach. Jetzt müssen wir nur noch die 50.000 Zentimeter an Gesamtfaden durch den Fadenverbrauch eines Logos teilen, um die Stückzahl zu erhalten. Also 50.000 geteilt durch 95,58 cm und das sind 523,12 Stück. So, dass 0,12 Firmenlogos ja nicht mehr geht, können wir als Antwort schreiben, es können 523 Logos genäht werden.